Darf man eigentlich Bargeld per Brief oder Paket verschicken? Das Diebstahlrisiko habe ich in einem Praxistest untersucht und die Ergebnisse gibt es gleich in diesem Video. Ja, auf die Idee zu diesem Video hat mich YouTube-Zuschauer Nadelstreifenanzug gebracht. Dafür vielen Dank. Ich gehe kurz ein auf die rechtliche Seite bei der Versandart Brief, Einschreiben Wert und DHL-Paket. Beim Standardbrief der Deutschen Post könnt ihr euch vorstellen, gibt es keinen Versicherungsschutz, wenn man Bargeld verschickt. In den AGB der Deutschen Post ist sogar explizit verboten, Bargeld in einem normalen Brief zu verschicken. Aber machen wir uns nichts vor, ich glaube, hundertfach oder tausendfach werden in Deutschland pro Tag Bargeldbriefe verschickt. In den meisten Fällen geht das bestimmt auch gut. Der Brief mit dem Bargeld kommt beim Empfänger an. Aber wenn der Brief doch mal geklaut wird, dann sitzt ihr in der Patsche, denn es gibt keinen Schadenersatz für verlorenes Bargeld in Briefen. Anders sieht es aus bei der speziellen Versandart Einschreiben Wert, die hieß früher Wertbrief. Da garantiert die Deutsche Post eine Haftung bis zu 100 Euro für Bargeld. Einschreiben Wert gibt es auch mit bis zu 500 Euro Versicherungsschutz und zwar für sogenannte Sachwerte. Das sind zum Beispiel Gutscheine, Eintrittskarten oder ja, wertvolle Autogrammkarten oder irgendwas Wertvolles, was man bei eBay verkaufen möchte, kann man bis 500 Euro absichern. Wichtig zu wissen: Einschreiben Wert gibt es nicht in der Online-Frankierung, nicht als Internetmarke, sondern ihr müsst in eine Postfiliale gehen und dort Einschreiben Wert kaufen. Hat den Hintergrund, dass die Briefumschläge, die Frankierung, äußerlich nicht zu unterscheiden ist. Einschreiben Wert sieht genauso aus wie normales Einschreiben. Ja, und das soll halt verhindern, dass diebische Postmitarbeiter von außen erkennen können, was ist nun ein normales Einschreiben und was ist ein wertvolles Einschreiben. Die Versandart DHL-Paket, da ist überraschenderweise der Bargeldversand erlaubt und auch bis 500 Euro versichert. Aber im Fall der Fälle, das Bargeld geht verloren, müsst ihr damit rechnen, dass DHL keinen Schadenersatz bezahlen will. Es gab mal einen Fall in der Praxis, da hatte jemand ein Geschenkpaket verschickt, verschiedene Geschenke drin und natürlich noch einen Umschlag mit Bargeld. Das Geschenkpaket wurde zugestellt, es war alles enthalten, auch der Umschlag mit der Glückwunschkarte, aber ausgerechnet das Bargeld fehlte. DHL wollte nicht haften, die haben dann gesagt, ja, das Paket war unzureichend verpackt, deshalb ist das Bargeld aus dem Paket herausgefallen und dafür haften wir nicht. Jetzt noch ein persönlicher Trick von mir. Ich verschicke kein Bargeld, aber zum Beispiel zum Geburtstag verschenke ich öfter mal Amazon-Gutscheine oder zu Weihnachten. Und da mache ich das so, ich drucke den Amazon-Gutscheincode aus und schneide ihn in der Mitte auf dem Blatt Papier durch. Und die eine Hälfte des Gutscheincodes lege ich dann in das Geschenkpaket hinein. Und die andere Hälfte des Gutscheincodes klebe ich auf meine Postkarte und schicke sie separat zum Geburtstagskind. Ja, und um den Amazon-Gutschein dann einzulösen, muss der Beschenkte eben die beiden Codeteile aus dem Paket und von der Postkarte zusammensetzen. Jetzt zu den Ergebnissen des Bargeldversandtests. Da schöpfe ich mal aus dem Paketa-Fundus. Da habe ich in den letzten Jahren schon mehrmals Tests mit Bargeld gemacht. Ihr seht hier zum Beispiel so Spielgeld 50er, die habe ich mal verschickt. Oder auch so Kondolenzbriefe. Die kennt ihr vielleicht, wenn jemand verstorben ist, bekommt man so eine Kondolenzkarte, Trauerbrief oder wenn ihr jemanden Verstorbenen, den Angehörigen Beileid bekunden möchtet, könnt ihr so einen Trauerbrief verschicken. Und einige Leute legen da halt Geld bei und deswegen sind solche Trauerbriefe generell diebstahlgefährdet. Das war 2021 auch mal groß in den Medien. In Hessen gab es gleich mehrere Fälle, wo Geld aus Trauerbriefen gestohlen wurde. Da ging es um eine Familie, da sind gleich zwei Angehörige gestorben und es stellte sich dann heraus, dass zwar Trauerbriefe bei den Angehörigen angekommen sind, aber das Bargeld, was die Absender eigentlich hineingepackt hatten, fehlte. Ja, und da liegt der Diebstahlverdacht klar auf der Hand. Aber beweisbar ist nichts und weil es ganz normale Briefe waren, kein Einschreiben wert, leistete die Post auch keinen Schadenersatz. Ja, ich habe das auch mal in einem Praxistest untersucht. Ich habe 21 Trauerbriefe verschickt und da ist keiner verloren gegangen. Alle kamen unbeschädigt bei den Empfängern an. Ich habe die Empfänger gebeten, schaut genau hinten auf den Verschluss, hat sich da irgendjemand zu schaffen gemacht, irgendwas aufgeknubbelt, wieder verschlossen, reingeschaut. Aber nein, solche Verdachtsfälle gab es nicht. Alle Trauerbriefe kamen unbeschädigt an. Und dann habe ich noch einen zweiten Test gemacht, der liegt schon etwas länger zurück. 2018 habe ich Glückwunschbriefe und Glückwunschpäckchen zum Geburtstag verschickt. Also ich habe es simuliert. Ich habe so bunte Briefumschläge genommen, dann ein paar Sticker draufgeklebt und noch herzlichen Glückwunsch draufgeschrieben, so dass es halt aussieht, als ob jemand einen Geburtstagsbrief oder Geburtstagspäckchen verschickt. Ich habe auch extra so eine krakelige Handschrift eines älteren Mannes nachgeahmt, damit es so aussieht, als ob ein alter Opa seinem Enkelkind etwas zum Geburtstag schickt.
Denn man muss wissen, auch Briefe oder Pakete, die handschriftlich adressiert sind und dann eventuell noch eine Schriftart haben, die auf einen älteren Menschen hindeutet, dann ist das Diebstahlrisiko gleich doppelt so groß. Aber auch bei diesen Testsendungen, sowohl bei den Briefen als auch bei den Päckchen, kam alles einwandfrei an. Bloß ein Päckchen war geöffnet. Das war etwas merkwürdig, aber es wurde nichts herausgeklaut. Ja, ihr seht also, der Bargeldversand per Brief oder Paket ist wie ein Roulette-Spiel. Er kann in den meisten Fällen gut gehen, aber wenn wirklich mal Geld verloren geht, hat man es sehr schwer, Schadenersatz zu bekommen. Falls es sich nicht vermeiden lässt, für euch mal Bargeld durch die Welt zu schicken oder auch nur innerhalb Deutschlands, dann verschickt unbedingt Scheine und keine Münzen. Denn Münzen sind ja durch Briefumschläge leicht zu ertasten und da weiß dann jeder, der so einen Brief in die Hand nimmt, dass dort Bargeld enthalten ist. Also nehmt Scheine, die lassen sich nicht so leicht ertasten, wickelt den Schein in Papier ein, sodass, wenn man ihn gegen das Licht hält, dass der Schein nicht durchscheint. Und wenn ihr eine krumme Summe verschicken müsst, wie zum Beispiel 5,85 Euro, dann nehmt einen 5-Euro-Schein und die 85 Cent nicht als Münzen, sondern zum Beispiel als 85-Cent-Briefmarke könntet ihr beilegen, wenn der Empfänger damit einverstanden ist. Links zu den ausführlichen Testergebnissen sowie ein Link zu einem Ratgeber rund um Bargeld und Wertversand findet ihr in der Videobeschreibung. Und die Links führen auf www.paketda.de.